Unser Regionalverstand setzt sich aus 7 Mitgliedern zusammen. Dazu gehört der geistliche Begleiter, Pastor Martin Göke, die Caritas-Koordinatorin Ulla Böckmann, 4 gewählte Vertreter aus den Caritas-Konferenzen und ein berufenes Mitglied. Unsere Aufgabe besteht darin, dass wir die Verbindungsstelle sind zwischen den Orts-Caritas-Konferenzen und der Diözesan-Geschäftsstelle. Die Zusammenarbeit geschieht in dem Maße, dass wir mehrmals im Jahr einen Regionalarbeitskreis durchführen oder einen Besinnungstag oder Ausflug. Wir haben auch einen Neujahrsempfang im Januar und haben seit 2019 ein gemeinsames Projekt auf die Beine gestellt, das heißt immer wieder sonntags gemeinsam statt einsam. So wie die Caritas-Konferenzen am Regionalarbeitskreis teilnehmen, nimmt der Diözesanvorstand am Diözesanrat teil. Der findet zweimal im Jahr statt, im Frühjahr im Haus Maria Immaculata in Paderborn, im Herbst in der Regel in der Katholischen Akademie in Schwerte. Nebenbei gibt es dann noch das Treffen der Regionalleiterinnen. Die Arbeit, die wir im Regionalvorstand leisten, ist weniger die Arbeit direkt am Menschen, so wie es bei den Caritas-Konferenzen geschieht. Wir brauchen vor allem organisatorische Fähigkeiten und den Blick für die Bedürfnisse in den einzelnen Konferenzen. Musik